Wir brauchen drei Ärzte. Okay, da haben wir schon ein Problem. Da ist der Bereitschaftsraum zu klein. Wir brauchen dann noch einen weiteren Schreibtisch. Wir haben hier tatsächlich schon Anästhesist. Wieso? Das weiß ich nicht. Ach so, in der Intensivstation, okay. Wir müssen hier, glaube ich, noch einen weiteren Schreibtisch hinbauen. Kriegen wir das hier überhaupt noch hin? Nee, ne? Hä? Geht das überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Wir machen das einfach mal. Wir brauchen halt hier diese drei. Ich mache mal jetzt hier. So, wir brauchen auf jeden Fall einen ganz normalen Arzt. Gucken wir mal. Ein Nachtmensch. Den können wir vielleicht für die Nachtschicht nehmen. Der Mike Thiemeier. Ja, warum nicht? Nehmen wir Mike Thiemeier für die Nachtschicht gleich. Der hat versteckte Attribute. Er ist auch Nachtmensch und schnell. Langer Arbeitsweg und Widerstand. Ruhelevel sinkt langsamer. Ja, ist doch super. Dann nehmen wir die doch mal. Und die ist auch sehr gut in der Neurologie. Dann nehmen wir die mal als Ärztin. Zack. Dann brauchen wir auf jeden Fall einen Operateur. Saubere Füße und zwei versteckte Eigenschaften. Wir nehmen mal den. Oh, der ist sehr gut. Oder die. Nehmen wir die auf jeden Fall als Operateur. Und dann brauchen wir noch einen normalen Arzt nochmal. Da würde ich jetzt aber gerne ein bisschen sparen. Der hier sieht doch ganz gut aus, hat aber einen langen Arbeitsweg. Und Ruhelevel sinkt aber langsam. Ich nehme aber den mal, der ist etwas günstiger. Aber bei den könnte man tatsächlich auch nehmen. Wir nehmen mal doch den. So, OP-Pfleger, die müssen wir hier finden. Ich glaube, wir kommen hier gar nicht hin, ne? Mit zwei Schreibtischen. Ich will mal kurz was gucken. Saubere Füße, Nachtmensch, Widerstand. Machen wir die als in die Nachtschicht. Stationspfleger. Und OP-Pfleger brauchen wir auch zwei. Fleißiger Mitarbeiter, Gelehrter, frischer, die sieht doch ganz gut aus. P-Pfleger. Kommen nicht hin, wir brauchen hier auch unbedingt einen weiteren Schreibtisch. Ja, das ist doch natürlich, das ist doch doof. Was haben wir denn hier gemacht? Da muss die Trage erstmal weg. Wir versuchen es erstmal ohne Trage. Das ist natürlich doof, ne? Schreibtisch. PC und ein Stuhl und ohne Trage. Können wir die Trage einfach hier so lassen? Bringt das was? Ich lasse das, mach das einfach mal so. Huch. Wollte noch nicht starten. Aber die können hier auf jeden Fall arbeiten. Das ist schon mal gut zu wissen. Dann brauchen wir hier auf jeden Fall noch einen OP-Pfleger. So, das sieht doch gut aus hier. Schnell und Ruhelevel sinkt schneller. Das ist ganz gut. Dann nehmen wir die auch auf jeden Fall. Dann sollten wir alle haben für die Tag- und Nachtschicht. Warum ist Anästhesist gelb hinterlegt? Ich vermute, weil er aus einer anderen Abteilung kommt. Aber es ist eins von eins und wir lassen das erstmal, weil wir jetzt auch gar keinen Platz mehr haben. Hier brauchen wir keine weiteren. Ich glaube dann. Ach so, hier oben fehlt noch Personal. Okay. Hier brauchen wir einen normalen Allgemeinmediziner für Neurologie.
Die sieht doch ganz gut aus. Der sieht auch ganz gut aus. Hat saubere Füße. Sie ist fleißig. Und er hat diagnostisches Genie. Das ist natürlich noch geiler. Und er wäre ein Anästhesist. Wir nehmen einfach mal den hier. Ja, und wir haben ja, eine neue Krankenkasse, die wir unter Vertrag nehmen können, nämlich die Herzenskasse. Das machen wir doch mal glatt, weil die Neurologie ist jetzt auch eröffnet. Dann gehen wir gleich mal direkt zur Krankenkasse, hauen die Parmaduck raus, weil wir von der nur 80% kriegen, und aktivieren die Herzenskasse und kriegen da gleich ein ja, neues Ziel. Erreiche am Ende des Tages ein Ansehen von 80%. Sehr, sehr gut. Wir haben es sehr, sehr komprimiert. Es sieht überhaupt nicht schick aus. Es sieht ja einfach nur ja, nicht gut aus. Wir lassen es erstmal so. Ich glaube, diese Krankenliege ist da nicht so optimal. Wir beobachten das mal, wie diese Neurologie läuft, ob das gut läuft oder nicht. Wenn es gut läuft, lassen wir es erstmal so. Hier kommt auf jeden Fall schon mal ein Patient. Ist sie für. Sieht eher aus wie einer aus der Psychiatrie und nicht der Neurologie, wie sie da so rumläuft. Aber sie gehört zur inneren Medizin, ist das, glaube ich, ne? Ja, innere Medizin. Wir haben alle Abteilungen. Leute, das ist doch Wahnsinn. Und was wir, wie gesagt, machen können, das, glaube ich, werden wir auf jeden Fall in. Oh, und wir haben sehr, sehr wenig Geld nur noch. Das werden wir auf jeden Fall in den nächsten Folgen machen, dass wir im obersten Geschoss die Orthopädie hinbauen und im untersten Geschoss werden wir die Orthopädie löschen und die Notaufnahme vergrößern. Vielleicht noch ein paar Ärztezimmer mehr, auf jeden Fall ein paar Traumazentren, mehr Krankenwagen und so weiter. Das machen wir auf jeden Fall. Mehr Krankenwagen würde ich jetzt erstmal nicht bauen, weil wir nur ein Traumazentrum haben. Sehr, sehr geil. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall alle Abteilungen durch. Es fehlt nur noch die Pathologie. Die machen wir auf jeden Fall auch noch. Wir haben hier auch noch eine Menge Platz, aber ich würde, wie gesagt, die Neurologie hier erstmal beobachten. Vielleicht müssen wir, brauchen wir diesen Platz hier noch. Eventuell auch sogar noch Platz für diese Geschichten hier, werden wir hier sehen. Ach so, was ich gerade sehe. Ich glaube, es wäre sinnvoll für die. Können wir da vielleicht noch die Farbe ändern? Weil für die. Ich würde hier gerne die Farbe ändern. Geht das hier vielleicht noch? Okay. Müssen wir das hier erstmal wegmachen vielleicht? Ja. Ja, weil ich würde gerne die Farbe. Ich würde. Ja, Überwachungsstation sollte natürlich ein bisschen anders aussehen als die Normalstation. Das wäre natürlich besser. So, dann noch der hier auf jeden Fall. Ich weiß nicht, warum es manchmal nicht geht. Na. Ach, komm schon. So, zack und nein. 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 So. Ja, manchmal ist das schwierig, etwas zu greifen. So, dann haben wir das auch erledigt. Dann haben wir die Überwachungsstation in Rot und die Normalstation in Blau, so wie es bei den anderen Stationen auch ist. Wir sehen hier bei der inneren Medizin, das müsste die innere Medizin sein hier, genau. Sind die Normalstationen schon voll besetzt? Okay, krass. Eventuell müssen wir hier so ein bisschen anbauen. Ich würde vielleicht sogar sagen, dass wir das hier so erweitern. Eventuell könnte man hier auch sogar die Normalstation erweitern. Oder man baut halt diesen Raum um und haut hier noch ein, zwei Betten hin. Das würde natürlich auch gehen, dass man hier dieses Sofa wegknallt. Ja, müssen wir mal gucken. Bis jetzt hat aber niemand gemeckert, dass die Betten zu, ja, überbelegt sind. Das sieht natürlich überhaupt nicht schön aus. Und ich weiß nicht, warum uns vorgegeben wird, dass wir ja nur 5x5 oder sowas benötigen, wenn wir dann nur zwei Schreibtische reinbekommen und wir drei Ärzte brauchen. Das verstehe ich nicht so ganz. Gut, einen OP-Saal, glaube ich, brauchen wir nicht. Das nutzen die hoffentlich von da mit. Und dann sollten wir das erstmal hingekriegt haben. Und jetzt sind wir auch wieder im Minus. Lange Wartezeiten für Betten, für. Ja, wir sehen schon innere Medizin. Also wir müssen auf jeden Fall mehr Betten hier hinhauen für die innere Medizin. Leider haben wir jetzt
kein Geld mehr. What the fuck? Okay, dann müssen wir da leider Gottes warten, bis die Tagschicht wieder beginnt. Dass wir da ein paar Betten erweitern. Ich würde sagen, dann machen wir... Ja, die Überwachungsstation ist komplett leer. Ich würde dann einfach hier nochmal einen Bereich machen. Oder weißt du, was wir... Ja, wir haben halt kein Geld. Wir können nichts machen. Wir haben kein Geld. Wir warten, bis wir wieder ein bisschen flüssiger sind. Okay, ein Patient kollabiert. Deine Mitarbeiter geben das Beste. Aber warum kollabieren die? Also es wurde auch geschrieben in den Kommentaren, durch die Kardiologie kollabieren viel mehr Patienten. Aber warum, weiß ich nicht. Warum kollabiert sie? Brustschmerzen. Hat sie einen Herzinfarkt? Herzversagen, ja. Mit 50. EKG. Sie wird ins in die Intensivstation eingewiesen. Okay. Ich hoffe, sie wird es schaffen. Das ist aber schon lange her, glaube ich, dass jemand kollabiert ist. Ist jetzt das erste Mal seit längerem. Ich bin gespannt, wie sich das verhält mit der Herzenskasse. Gut, dass wir die auf jeden Fall haben. Die gibt uns Paul Eriksson. Okay, da gucken wir uns mal an, was der für Perks hat. Aufgrund von schlechtem Wetter und niedrigen Temperaturen kommen 20% mehr deine Patienten in deine Klinik. Ja, sehr geil. Können wir uns auf den Ansturm gefasst machen. So, ersten Trinker, Alkoholiker und diagnostisches Genie. Achso, das ist der aus der Neurologie, den wir neu eingestellt haben. Das war ein versteckter Perk. Das ist aber natürlich gut, ne? Er ist halt ein diagnostisches Genie. Müssen wir mal gucken, ob das... Ich will mal ganz kurz gucken. Wir haben ja in der Neurologie einen Anästhesisten. Bringt das auch was hierfür? Nee, ne? Nee, das bringt nichts. Der muss im Bereitschaftszimmer sein. In der Intensivstation ist auf jeden Fall einer, der das kann. Und der kann dann auch hier in der Neurologie arbeiten. Aber warum ist das so? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Das verstehe ich nicht ganz. Ist das dann bei den anderen Abteilungen auch so? Hier sowas wie Kardiologie, wenn ich jetzt mal hier reingehe. Ne, da ist Anästhesie 2 von 1. Ah, die 2 wahrscheinlich. Eventuell könnten wir da sogar einen Anästhesisten raushauen, ne? Gut, haben wir jetzt da. Ist jetzt nicht weiter wild. Also die aus der Intensivstation, die arbeiten wahrscheinlich auch für die anderen Abteilungen mit. Genau, ich habe hier überall 2. Hier habe ich... Okay, es gibt es nicht. Hier habe ich auch 2, nur in der Neurologie. Die wir neu gebaut haben, haben wir einen, weil wir da keinen Anästhesisten. Ah, okay, gut zu wissen. Dann haben wir hier ein bisschen Platz gespart und der Anästhesist aus der Intensivstation. Ah, hier haben wir was vergessen. Haha, okay, das müssen wir auf jeden Fall machen. So, Gelehrter und langer Arbeitsweg ist nicht so geil. Frühaufsteher, den hauen wir in die Frühschicht mit rein. Und. Ja, nehmen wir hier Paul König, der hat nur einen versteckten Perk. Gelehrter, langer Arbeitsweg. Fleißiger Mitarbeiter. Ich weiß nicht, ich glaube, bei Hausmeister macht das jetzt nicht so viel Unterschied. Und dann machen wir einfach mal die hier noch. In der Nachtschicht ist sowieso nicht so viel zu tun. Und ja, wieder die Neurologie, die Aufnahmebetten, beziehungsweise die Normalstation belegt. Ja, können wir leider nichts machen. Wir haben halt kein Geld, müssen wir warten bis auf den nächsten Tag, dass wir wieder ein bisschen mehr Geld angesammelt haben, um dann auch tatsächlich diese Betten zu erweitern. Beziehungsweise die Normalstation. So, Helen Nensen hat Erfahrung gesammelt. Sie ist jetzt Spezialistin. Okay. Ich muss mal gucken, in der Neurologie haben wir noch gar keinen Chefarzt oder einen Oberarzt auserwählt. Maike Thiemeier ist jetzt nicht so gut. Auch nicht. Chefarzt. Das ist ein besser. Chefarzt ist besser als Oberarzt, okay. Spezialist ist das Beste. Die Frage ist, wir nehmen dann wohl eher diesen Chefarzt, ne? Könnten wir eigentlich die hier nehmen, aber die ist jetzt auch nicht so... Ich würde fast sagen, wir nehmen den Operateur, die Sandra Kleinert. Sie ist Spezialistin, hat mega Ahnung von
von der Neurologie-Materie. Wir nehmen einfach mal die Sandra Kleinert. Ich hoffe, das ist okay. Hier ist der Thomas Stachelhaus natürlich top. Die Frage ist, wie kann man einen guten Oberarzt ausmachen? Das würde ich gerne wissen. Ellen Alphuber, Chefarzt. Chefarzt, Spezialist Daniel König. Wer wäre gut für einen Oberarzt? Das müsste ich auch noch rausfinden. Ich mache jetzt natürlich hier immer diese, die eine gute Bewertung haben. Facharzt, Facharzt, Chefarzt, Oberarzt. Hier nehmen wir auf jeden Fall. Nehmen wir mal die Linda Stachelhaus. Dann haben wir überall unsere Oberärzte verteilt, beziehungsweise. Hier kommt Gras ins Gebäude, auch nice. Genau, haben wir überall einen Oberarzt auserwählt. Soll ja die Effizienz steigern. Es ist Grippesaison, 20% mehr Patienten kommen in die Klinik. Sehr geil für 2 Tage. Das könnte uns einen ja, Money Boost geben. Hoffentlich. Genau, wenn wir dann, wie gesagt, die Orthopädie oben ein bisschen neu gebaut haben, dann werden wir hier die Orthopädie rauslöschen und die Traumazentren erweitern. Eventuell könnten wir hier auch ein paar Stationen für diverse Abteilungen noch hinbauen, wo kein Platz ist. Und Behandlung für eine Diagnose des Patienten nicht verfügbar. Frakturoperation Kopf. Stellen Sie schnell bereit. Warte mal. Das müssen wir uns in Ruhe angucken. So. Röntgen am Kopf. Verfügbare. Er hat eine Mandibularfraktur. Das müssen wir mit einer Frakturoperation machen. Und die wird wo gemacht? Was brauchen wir da? Ein OP-Saal in der Orthopädie haben wir. Eine Überwachungsstation haben wir. Die Frage ist, ist die belegt? Das kann natürlich sein. Nicht verfügbar. Die Station, die zur Behandlung nötig ist, nicht verfügbar. Suche nach freien Betten. Ja, ich glaube, die Überwachungsstation ist belegt, weil wir die ja gelöscht haben oben. Ja, genau. Hier ist die einzige Überwachungsstation. Ah, scheiße. Ah, Mann. Und das würde uns, glaube ich, viel Geld einbringen, ne? 4.200. Achthundert nur. Weißt du was? Ja. Die bringt nur zu wenig Geld. Und dann können wir den jetzt hoffentlich hier behandeln. Ich hoffe, wir können den jetzt behandeln. Ja, jetzt geht's. Jetzt geht's, weil wir ein freies Bett haben. Die hätte uns nur 800 eingebracht. Das ist zu wenig. Der andere gibt uns über 4000. Hallo? Man muss auch Prioritäten setzen. Die Patienten müssen vor der Behandlung in Krankenhaus operativer Bedingungen eine vorherige stationäre Aufnahme. Ach nee, am Empfang oder was? Die Patienten müssen vor der Behandlung im Krankenhaus aufgenommen werden. Benötigt eine Vor. Ja. Kann er nicht in die Station? Hier ist doch eine freie Station. Wo ist der denn jetzt überhaupt? Ach so, der wird. Hä? Ey, wir haben jetzt extra die eine Patientin nach Hause geschickt. Warum konnte der. Hat uns jetzt hier eine Aufnahme gefehlt? Wahrscheinlich, ne? Kann das sein? Ach Mensch, ey, da gibt es so viele Dinge, an die man achten muss. Boah, ärgerlich. Gut, ich würde aber sagen, bevor die Tagschicht beginnt, machen wir hier erstmal wieder einen Cut. Wir haben viel alleine gemacht heute. Ich bin stolz auf mich. Ja, Kritik immer sehr geil. Tipps auf jeden Fall, bitte. Oh. Kompliziert. Ein Arzt hat Schwierigkeiten. Okay, das machen wir zum Schluss nochmal. Wir versuchen hier selber die Diagnose zu stellen. Vermindertes Hören, Otalgie. Oh, da machen wir doch mal die Audiometrie. Wozu haben wir das? Gucken, ob das was bringt. Jo. Cholestatom. Finale Diagnose. Zack. Können wir das behandeln? Mit MIE. Da fehlt uns aber irgendwas. Ah, wir haben keine Betten. Shit.
Sonderverfahreneinheit haben wir doch. HNO-Workstation. Welche Abteilung ist das? Diese Sonderverfahreneinheit, die kenne ich irgendwo her. Die habe ich doch irgendwo gesehen. War die bei der inneren Medizin? Ja. Also das heißt, wir müssen die Patientin... Ach, die ist schon in der inneren Medizin. Und wir haben, glaube ich, bei der... Ah, ja, wir haben bei der inneren Medizin keine freien Betten. Ja. Das ist das Problem. Aber das Problem kennen wir bereits. Wie viel bringt uns das denn ein? 1700. Ja, nee, bringt nichts. Wir haben... Ja, wir haben halt keine... Können wir da irgendwas anderes verschreiben einfach? Irgendwie hier Ohrentropfen oder sowas? Oder in die Überwachungsstation, ne? Mann, das ist so doof. So doof, wir haben keine Betten. Gut, ich würde sagen, ich hoffe, wir kriegen in der nächsten oder in der Tagschicht hier jetzt genügend Geld, dass wir mehr Betten in der inneren Medizin bauen können. Und dann, ja, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank nochmal für alle Tipps und Hinweise, Kommentare und so weiter. Ich werde versuchen, die zu beherzigen. Und ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao.